Autohf heute mit meinem neuen Firmenwagen. Und das ist ein Opel, wie man unschwer erkennen kann, Insignia Sports Tourer, also der Kombi als GSI. Und wir jetzt meinen, Mensch, Jan, da hättest du mal ein bisschen mehr Spannung aufbauen können, das Vorschaubild verpixeln oder Kinder. Ich habe dir noch schon längst bei Instagram gezeigt und ich fahre ihn ja auch schon ein ganzes Weilchen. Und ich wollte ihn ja auch schon längst mal gezeigt haben, natürlich, aber irgendwie hat sich das noch nicht so ergeben. Und trotzdem möchte ich ein kleines Video dazu machen. Ich bin gerade noch gewaschen, man sieht auch die schwarzen Flecken da unten. Um euch zu sagen, wie kommt der Jan denn dazu bitte, sich ein Opel Insignia Sports Tourer GSI zu kaufen? Er hat doch die Wahl der Wahl, er kennt doch eine Autos. Warum gerade ein Opel? Ne? Jeder Popel fährt ein Opel, hieß es doch früher immer. Ich hole mal ein bisschen aus. Es ist eine etwas längere Geschichte, trotzdem möchte ich sie erzählen. Wir sind jetzt lange Dacia Duster gefahren. Ein gutes Auto, muss ich wirklich sagen. Schön mit Allradantrieb, ein Diesel, sehr zuverlässig auch. Hat auch bis auf die Injektoren überhaupt nichts gehabt. Den haben wir uns aber nicht ausgesucht, sondern meine Frau ist früher leidenschaftlich Ford gefahren, Ford Mondeo. Hab ein Auto vom Kollegen übernommen, aus der Not heraus damals auch. Wir hatten ja kein Geld. Ne? Ihr wisst schon die Zeit, wo ich noch immer über mangelnde YouTube-Einnahmen gejammert habe. Und da brauchten wir halt ein Auto, haben den Ford Mondeo eines Freundes gekauft. Der hatte damals irgendwie schon, glaube ich, knapp vor 200.000 und den hat sie gefahren bis 274.000, glaube ich, oder fast 300.000. Ich weiß es nicht genau. Ist schon ein paar Tage her. Und wir werden ihn, glaube ich, auch noch weitergefahren, weil der lief und lief und lief und war total zuverlässig. Nur die Sitze waren ein bisschen durch. Naja, dann hat ihr jemand die Vorfahrt genommen, hat das Auto kaputt gefahren und wirtschaftlicher Totalschaden natürlich. Und weil sie so zufrieden mit diesem Ford Mondeo war, sollte es dann gleich der nächste sein. Haben wir den nächsten gekauft, auch recht preiswert. Und der hatte dann innerhalb eines Jahres, ich glaube nach Ablauf der klassischen Gewährleistungspflicht, Motorplatzer. Bäng, ne? Und ich bin den damals noch gefahren. Ich weiß noch, meine Frau sagt, Mensch, Jan, der fährt sich so komisch. Und ich sage, ja komm, lass uns eben tauschen. Ich fahre den. Ich muss ja ein bisschen Gas geben, Baby. Ne? Musst du nur hier am Gas halten. Ja, habe ich gemacht. Und dann stand das ganze Auto in weißem Qualm. Und ich habe weiße Qualmwolken hinter mir hergezogen. Klassischer Kolbenfresser, glaube ich. Oder nee, der Motor ist implodiert, mehr oder weniger. Also war unser Geld vorweg weg, weil das war alles, was wir noch zusammengekratzt hatten. Und dann haben wir den Dacia Duster geerbt. Und meine Frau ist den dann lange Zeit gefahren und mochte das Auto auch, auch wenn der solche Sachen hatte wie manuelle Spiegelverstellung von innen. Und man ist ja mittlerweile doch schon ein bisschen Komfort gewohnt und wenn du wirklich die Spiegel manuell noch nachrüsten musst, ist schon schwierig. Nun jammer ich ja gar nicht mehr so viel hier über die YouTube-Einnahmen. Demzufolge, und vielleicht auch wenn man einen Blick in die Garage wirft mit dem Porsche und dem Bulli, geht es mir gar nicht mehr so schlecht. Es geht deutlich besser. Nein, das geht mir schon richtig gut. Und somit habe ich auch gesagt, Mensch, irgendwie lass uns doch ein anderes Auto anschaffen. Also meine Frau sagt, Mensch, der Dacia, der fährt doch noch, ist doch alles gut. Aber ich hatte sowas, boah, wir sind mit dem mal nach Berlin gefahren, ich hatte keinen Bock mehr. Es fängt so an, für mich aktuell ein Auto geht eigentlich nicht, wenn ich das privat fahre, beziehungsweise auch dienstlich auf der langen Strecke. Ich will einen Automatiker haben, ich will keinen Handschalter mehr. Ich verstehe total die Leute, die sagen, Mensch, du Knackwurst, nur schalten ist richtig fahren, ne? Aber ich stehe zu viel im Stau, ich habe da keinen Bock zu, ich mache zu viel Stop and Go in der Stadt, ich will das nicht. Ich brauche ein Automatikauto und der Dacia hatte natürlich eine gute Handschaltung. Und somit haben wir uns dann auf die Suche gemacht. Ich habe ja in der Vergangenheit immer mal für mich nach Autos geguckt, so einfach zum Träumen. Ihr kennt das, glaube ich, ne? Man träumt so vor sich hin auf Autoscout24 oder mobile, je nachdem, und guckt sich da die Autos an und denkt hier und da und hast es nicht gesehen. Und meine Frau wollte natürlich unbedingt einen Ford wieder haben und eigentlich einen Ford Mondeo. Den haben wir uns auch angesehen. Da sagt sie, Mensch, der ist aber groß, den brauche ich gar nicht so groß. Und ich sage, ach komm, geht schon. Ne? So ein schönes Auto eigentlich, der Ford Mondeo. Und dann sagt sie, ja, Ford Escort findet sie noch viel besser. Ford Focus, Ford Escort. Ja, ich bin halt schon ein bisschen älter. Ne? Also Ford Focus fände sie vollkommen ausreichend als Kombi. Sowieso, es sollte ein Kombi sein. Und ich habe neben Automatik noch den Wunsch gehabt, eigentlich Allradantrieb.
Ich bin halt so, ne? Ihr wisst das, ich brauche keinen Hecktriebler, ich brauche ein Allradfahrzeug, Automatik, Allrad. Und ich hätte gerne vernünftige Sitze, ansatzweise gute Musik. Ja, und im Prinzip, ja, und dann kommt da noch so ein Punkt zu, da wird es politisch bei mir halt, ne? Ich muss ja auch gucken, wenn ich einen Dienstwagen fahre, dann möchte ich nicht unbedingt ein Unternehmen unterstützen, was sagt, naja, Jan, ob du ein Review drehst oder nicht, ist eigentlich egal. Ne? Weil du hast ja, das hilft uns nicht. Es gibt ja eine Menge Hersteller, die sagen, Mensch, dann ist eine feine Sache, was du da machst mit deinem Format oder deinen Formaten und wir finden das wirklich gut und das hilft uns auch und wir haben das auch mal nachgemessen. Das ist tatsächlich so, dass du auch Autos für uns verkaufst und so. Das finde ich prima und wenn Hersteller sagen, naja, ich finde es besser, wenn 500.000 Tageszeitungsjournalisten dabei sind. Da haben wir auch keine Möglichkeit, dich mitzunehmen. Dann ist es halt auch so, das muss ich akzeptieren. Aber mit diesen Unternehmen muss ich nicht unbedingt zusammenarbeiten. Und nun ist es so, der eine oder andere wird es merken, Ford-Fahrveranstaltungen sind eher spärlich gesät bei Ausfahrt TV und auch bei Autohive. Und somit für mich eigentlich keine Option, an Ford zu nehmen. Habe ich meiner Frau auch versucht, irgendwie schmackhaft zu machen. Sie war aber nicht sehr angetan. Ja, aus dem alten Beißreflex heraus habe ich natürlich gesagt, Mensch, eigentlich ein Mercedes könnte es ja auch sein. Ne? Ja, aber auch da muss man sagen, wenn ich schon politisch sein will, dann muss ich auch das da durchziehen und ganz im Ernst, ich werde, das habe ich schon mal gesagt, in meinem Leben, glaube ich, kein Mercedes mehr kaufen können vor allen Dingen. Von daher, ich hatte tatsächlich geliebäugelt mit einem CLS 500 Shooting Brake, nochmal schön V8 irgendwie, den Chevy dafür weg, ne? Und war eh schon unvernünftig von der Anlage her. Aber drüber nachgedacht habe ich halt schon. Gut, um das noch abzukürzen, Mercedes hätte meine Frau eh nicht genommen, wollte sie nicht fahren, genauso viel BMW bei ihr raus. Meine Frau mag einfach keine BMWs und Audi muss sie auch nicht haben. Ich bin ja mal Audi gefahren, den kannte sie auch, ist sie auch halt oft gefahren, auch ein Dienstwagen, aber wollte sie nicht. Audi muss halt nicht sein. Übrigens, ich spiele hier die ganze Zeit rum. Ich hatte meiner Frau auch eine Schlüsseltasche gekauft. Die wollte sie gar nicht. Jetzt ist es meine. Ja gut, da bin ich dann nur mit meinem Problemchen und denke so, was kannst du machen? Ich fahre ja sehr, sehr gerne Volvo und im Vergleich zu vielen anderen stört es mich auch gar nicht, dass die nur noch 2 Liter rein Vierzylinder haben. Sowohl der V90 als der V60 finde ich sehr schick. Ich wollte, wenn es geht, auch kein SUV haben. Meine Frau hat das ein bisschen anders gesehen, aber man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Dann habe ich jedenfalls eine Zeit lang nach V90 Volvos geguckt, weil die meisten Sachen halt mitbringen, die ich haben wollte, nämlich Allradantrieb, Head-Up-Display und ein vernünftiges Soundsystem. Ne? Ach, was habe ich gesucht? Und da muss man mal sagen, da ist mir das erste Mal seit langem wieder richtig klar geworden, dass das, was ich hier als Testwagen fahre, mit der Lebenswirklichkeit da draußen oft so gar nichts zu tun hat. Ne? Weil ich dachte, nur guckst du mal bei Autoscout und Mobile und sagst hier, Bowers & Wilkins Soundsystem willst du haben. Ja, gibt's aber kaum, ne? Es gibt gar nicht so viele und das andere sollte ja auch noch passen. Vor allen Dingen preislich wollte ich eigentlich so im Bereich zwischen 20.000 und 30.000 Euro bleiben und dann sollte der nach Möglichkeit auch noch nicht irgendwie 150.000 Kilometer auf der Uhr haben. Und das hat sich bei Volvo wirklich sehr schwierig gestaltet, zumal ich dann auch schon so in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres war und da haben ja die Gebrauchtwagenpreise irgendwie nochmal so richtig unverschämt angezogen und die Händler waren auch so wenig kompromissbereit. Ne? Wenn du denen mal gesagt hast, hier kommt 20% runter, dann nehme ich ihn. Das wollten die gar nicht. Und selbst wenn ich gesagt habe, hallo, ich bin der Jan, gib mir nochmal 20 Punkte, wie sieht's aus? Was letzte Preis? Ne? Dann haben die gesagt, ja, guck mal, da ist die Tür, kannst direkt vom Hof fahren. Also war da auch gar nichts zu holen. Aber es war noch schwieriger, was wirklich in der richtigen Konstellation zu finden. Ich habe einfach keinen Volvo gefunden, der genau auf meine Bedürfnisse gepasst hat. Ich habe einen gefunden, ne? Und dann, hey, nach Hause gelaufen, dumm die dumm, Handy gezogen. Hier, guck mal, ich habe das Auto gefunden, das können wir kaufen. Und da sagt meine Frau, ach so, braunes Leder. Mhm. Und ich so, ja, das ist doch Rock'n'Roll, oder? Das ist so richtig klasse. Na, sagt sie, nee,
Was soll ich denn da machen? Ne? Eine Gas ist halt kein braunes Leer. Ich fand das ganz schick. Aber ich finde ja viele Sachen schick irgendwie. Also ist wirklich so. Ich mag wirklich viele Sachen. Also ich kann mich auch für Sachen begeistern halt irgendwann. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine gute Voraussetzung, um euch diese ganzen Autos vorzustellen. Ich kann mich wirklich für jedes Auto ein Stück weit immer begeistern. Gut, wir sind also eines wunderschönen Tages sitzen wir im Dacia Duster, fahren über die Autobahn und meine Frau sagt, den könnte ich mir auch vorstellen. Meine Knie werden weich, mein Herz schlägt höher, ein leichtes Grinsen huscht über mein Gesicht. Das war ein Porsche Macan. Und dann dachte ich, okay, alles klar. Wir schmeißen mal jegliche Vernunft über Bord und verdoppeln das Budget quasi und sagen, auch hier mit geldwertendem Vorteil gehen wir total in die Vollen, in die Schmerzgrenze rein. YOLO, ne? You only live once. Wenn das so ist, dann ziehen wir das jetzt durch, dann machen wir das jetzt. Und dann habe ich angefangen, nach Macans zu gucken, nach Macanen, nach Porsche Macan. Was auch immer. Und man glaubt es kaum, dass da doch eine reichhaltige Auswahl auf dem Markt ist. Aber auch hier wieder diese Testwagen-Erfahrung, die ich mache und diese Wirklichkeit da draußen, das deckt sich so überhaupt nicht. Ich konnte mir ehrlich gesagt, bevor ich damit angefangen habe, nach einem Macan zu gucken, gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich einen Macan kaufen und den irgendwie so knauserig ausstatten. Also so kaum was drin. Und schon gar nicht das, was ich haben wollte. Ne? Also kann man machen. Aber ganz im Ernst, ich kann Macan fahren. Also wenn ich es mir nicht leisten kann, hört sich jetzt blöd an und ich kann es mir nicht leisten, also um das ganz klar zu sagen. Aber wenn ich mir doch nicht leisten kann, ein Auto so auszustatten, wie ich das möchte. Aber wahrscheinlich, und das ist auch ein guter Punkt, das hatte ich neulich mit Alex halt in der Unterhaltung, ich bin sowas schon verdorben und Alex mittlerweile auch, was Ausstattung angeht, wenn wir uns ein Auto konfigurieren, ne? Wie keine Sitzmassage. Was ist los? Natürlich will ich die haben. Ne? Also wir ticken halt schon ganz anders, weil wir aber auch in der Regel uns nie um die Preise da kümmern. Ne? Was kostet die Welt? Wir konfigurieren die Autos ja nur. Und irgendwann erzähle ich euch dann den Preis und das perlt so an mir ab, an meiner Lebenswirklichkeit perlen diese Preise ab, weil das sind nur so Zahlen halt. Ne? Ja gut, also Porsche Macan, gar nicht so gut ausgestattet in der Regel. Und wenn doch, dann richtig teuer halt immer noch. Plus, wenn du einen Porsche kaufst, möchtest du eigentlich Porsche Proof, die Gebrauchtwagengarantie haben. Weil die schützt dich davor, dass du das Auto nimmst und morgen Motorplatzer. Und nun war ich irrig der Meinung, ich kann so ein Auto kaufen, auch beim privaten oder Fähnchenhändler und schließe dann, fahre zum Porsche-Händler und sage, mach mal Proof drauf, ne? Und dann läuft das. Es ist aber tatsächlich so, dass du, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich glaube, ich habe das richtig verstanden, weil das war wie ein Ausschlussgrund für mich. Ich hatte nämlich ein Macan GTS, der alles hatte, was ich haben wollte. Eigentlich war das fast ein Vollausstatter. Nee, aber nicht wirklich. Also der war Zucker, der war auch schwarz, komischerweise. Also der hat wirklich auf den Punkt gepasst, der hatte alles dabei. Stand aber nicht beim Porsche-Händler, sondern beim Fähnchenhändler. Und dann denke ich so, nichts gegen Fähnchenhändler, ganz im Ernst nicht. Aber ich dachte halt, ich kaufe den, fahr zu Porsche, sag hier, beziehungsweise ich dachte eigentlich, ich sage dem Typen, ich fahre jetzt zu Porsche, dann macht er Proof drauf und dann kaufe ich den, wenn das Proof klappt, ne, mal so einen Kaufvertrag. Er prüft da die Prüfung, das zahle ich auch und läuft das. Hab jetzt aber festgestellt, dass du erst ein halbes Jahr warten musst. Du kaufst den, wartest ein halbes Jahr, dann kannst du Proof haben. Und dieses halbe Jahr, wenn ich mir jetzt ein Auto für 50.000 Euro kaufe, was jeglich meine Möglichkeiten sprengt, also Jan im Wahn quasi ist, bin ich doch so ein bisschen unentspannt. Und Porsche Macan, blöp, 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 alle gelöscht halt, ne? Wie man das halt so macht bei Mobil- und Autoscout. Gut, ich denke, viele von euch werden das kennen, wenn man ein Auto sucht, beziehungsweise wenn man nach Autos guckt. Nee, das ist der Punkt. Wenn man nach Autos guckt, ist alles cool. Du hast Spaß ohne Ende. Hast richtig Spaß, ne? Wenn man bei Mobile, bei Autoscore, ne? Mal gucken, Auto Onkel, hast du nicht gesehen? Das läuft.
hast du Spaß. Aber wenn du ein Auto suchst und nicht findest, dann kommt so der Punkt, da fängt es an zu nerven. Da ist man dann genervt. Und ich war genervt. Also als diese Macan-Nummer durch war, habe ich mich quasi wieder im Kreis gedreht, habe wieder nach Mondeos Focus geguckt. Focus war dann irgendwie, irgendwas passte nicht. Ach, hier Head-Up-Display. Kam nicht so, wie ich haben wollte. Das war das auf dem Schirmchen. Und ja, immer wenn ich mit meiner Frau irgendwie so ein Exot gezeigt habe, keine Ahnung, dann kam so ein lass mal. Oder zu groß oder zu klein oder finde ich nicht gut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir hatten immer noch Corona, ne? Wir sind oft spazieren gegangen halt. Ich war ja viel zu Hause auch. Und dann habe ich gesagt, pass auf, immer wenn wir jetzt spazieren gehen, dann lass uns doch spielen. Wir suchen ein Auto für dich. Und dann, man geht ja spazieren durch Wohngebiete auch und dann stehen da Autos rum und der, nein. Und dann kam von jedem, ach, guck mal da, der ist toll. Ein Ford, ist klar. Ne? Und da, noch ein Ford. Oder ich wieder, hey. Und sie so, nein. Und irgendeines schönen Tages, als der kleine Jan quasi seine Vision schon fast aufgegeben hatte und überlegt hat, ob er sich einfach einen neuen Duster kauft und die ganze Technik umbaut quasi, dass zumindest die Spiegel da irgendwie verstellbar sind, sagt meine Frau, den kann ich mir vorstellen. Und das war richtig witzig, weil das war ein Opel Insignia. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin. Also das war geradezu bizarr lustig, wenn ich ehrlich bin. Denn alle diejenigen, die mich schon länger begleiten, kennen ja den legendären Opel Corsa B noch und haben auch zwischenzeitlich verstanden, ich glaube bis auf ein oder zwei, dass ich Opel ja generell sehr wohlwollend gegenüber eingestellt bin. Mercedes meine ehemalige Herzmarke, aber Opel quasi so... Ich weiß nicht, ich mag Underdogs, ne? Und ich mochte Opel schon immer, ich mochte die schon früher, ich gehörte zwar eher, ich habe mit dieser Golf GTI-Gang in den 80ern sympathisiert, aber die Opels fand ich schon immer irgendwie sehr geil. Opel Kadett C Coupé ist mein Schwager damals gefahren, fand ich irgendwie sehr spannend, das Auto. Der hatte das tatsächlich auch in weiß, gelb, schwarz irgendwie, soweit ich das erinnere. Oder war er doch grün? Ist schon so lange her. Egal. Ich bin auf jeden Fall ein Opel-Sympathisant. Und mit dem Insignia verbinde ich ja mehrere sehr positive Geschichten. Unter anderem weiß ich noch, ich sitze in meiner alten Heimat, in meiner alten Kneipe, wo ich mal gearbeitet habe. Und dann fährt so, also ich unterhalte mich. Man sitzt ja, man unterhält sich und dann fährt ein Auto vor, schräg gegenüber Straße, das ist so Luftlinie 300 Meter, glaube ich. Und ich sehe das halt nur so aus dem Augenwinkel. Mann, ey, ist das ein schickes Auto und das hier in der Kleinstadt, wo ich ja groß geworden bin. Ne? So, als Großstädter ist man ja immer so, ja, was wissen denn die Kleinstädter schon? Ne? Hier bist du aufgewachsen, aber denen erzählst du mal, wie die Welt so funktioniert. Und man ist dann überrascht, wenn ich weiß es ja, ich habe da ja früher gelebt. Ne? Die fahren alle Porsche und Mercedes, weil wir haben ja alle das Geld da. Aber reiche Kleinstadt halt. Egal, jedenfalls in meinem verschrobenen, ich unterhalte mich mit jemandem, fährt da so aus dem Augenwinkel ein Auto vor und ich so, wow, ja, so ein richtig schicker Auto, was ist denn das? Und fokussiere das Auto halt, mein Ansprechpartner weg, das Auto und denkst, ja, ein Insignia, ey, mein Gott. Und das war kein Sportstourer, es war kein Sport und war auch schönes Licht, so Sonnenuntergang quasi, ne? Also, und da habe ich wirklich gesagt, Mann, Opel, mit dem Ding habt ihr eigentlich so richtig einen rausgehauen, ne? Der Insignia ist ein richtig schönes Auto. Und war dann, ihr kennt das ja, ne? Man hat so einen Gedanken, das geht natürlich in Sekundenbruchteil, aber im Prinzip denkt man so für 3-4 Stunden in diesem Sekundenbruchteil. Und hab dann noch gedacht, ja, eigentlich so ein Ding kannst du ja auch mal kaufen. Eigentlich ist der richtig schön. Ich bin ja früher Opel Omega gefahren, Opel Omega B. War unser erstes Auto, als wir ein Kind bekommen haben. Und eigentlich das beste Auto der Welt, weil das so riesig war. Und wir waren damals noch gerade im Studium fertig, ne? War irgendwie 3 Nummern zu groß für uns, 3 Nummern zu teuer für uns. Haben wir aber einen guten Kurs gekriegt halt. Opel Omega und der hatte dann nachher Motorelektronikprobleme. Darum auch bei meiner Frau eigentlich erstmal so abgespeichert, Opel ist nicht so gut.
Und jedenfalls, das ist die eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, in dieser Bruchteil der Sekunde, ja, aber wenn, kannst du halt nicht die Limousine nehmen, sondern nimmst schon ein Kombi oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Irgendwie sowas halt, ne? Geschichte fertig. Zweite Geschichte ist, wir haben ja mal mit dem Opel Insignia eine Geschichte gemacht, eigentlich zwei Stück. Hier Wintervorbereitung, ist auch auf Ausfahrt TV gelaufen, kann ich da unten mal verlinken, ne? Da ging es hier um den Twinster Allradantrieb unter anderem. Und da habe ich ja verstanden, wie geil dieser alte Allradstrang ist, auch gerade im Vergleich zum VW-Konzern mit ihrem Haldex. Und das will ich gar nicht erzählen, das hat mich jetzt zwar auch beeindruckt und fand ich alles ganz toll, war mir aber gar nicht so wichtig, war nur irgendwie so ein gutes System, hatte ich abgespeichert, aber wir sind mit einem Opel Insignia GSI, genau, das ist er hier, von Frankfurt runtergefahren bis ins tiefe Österreich, irgendwie 700 oder 800 Kilometer. Und waren wir da. Das war mit dem Auto so entspannt zu fahren. Und wir hatten halt diese guten GSI-Sportsitze in dem Auto, in Braun allerdings. Und ich habe mir gedacht, ey, mein Gott, sind das geile Sitze. Und wie entspannt ist denn bitte das Fahren in diesem Auto? Denn das ist ja vor Facelift GSI, also ist noch der 209 PS Diesel mit an Bord. Schön mit Automatik. Und du hast alles, was ich haben will. Du hast einen Allradstrang. Du hast ein Head-Up-Display, gibt es ein Bose Soundsystem. Das ist jetzt natürlich auf keinen Fall zu vergleichen mit dem Bowers & Wilkins System im Volvo. Aber es hört sich besser an, als ich habe Standardboxen oder plört irgendwas raus. Und ich habe diese fantastischen Sitze, die sogar eine Massagefunktion haben. Da. Ich fand das Auto, ich weiß noch, wir sind Frankfurt, beziehungsweise Rüsselsheim natürlich, ne? Rüsselsheim. Österreich, ich weiß gar nicht, wo wir waren, aber im tiefsten Österreich, haben da gedreht, eine Übernachtung und dann, eine Übernachtung, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht, doch, zwei Übernachtungen, glaube ich, und dann wieder zurück. Also angekommen, übernachtet, gedreht, übernachtet und wieder zurückgefahren. Also irgendwie sowas wie 1400 Kilometer in zwei Tagen gemacht. Und da merkst du ja schon, ob so ein Auto A zu dir passt, ob die Sitze gut sind, und die sind gut, und ob das Auto wirklich auch sich auf langen Strecken eignet, hat es. Und hatte ich auch abgespeichert, ein gutes Auto. Und von daher vollkommen unverständlich, als meine Frau jetzt auf diesen Insignia zeigt und sagte, der würde auch gehen. Ja, gut, und was hat Jan dann gemacht? Ja, natürlich die klassischen Apps erstmal wieder aufgerufen, neue Suchanfragen gestartet. Und ich war wirklich überrascht, dass ich für den Kurs, für den ich sonst halt den V90 gesucht habe, einen Insignia oder diverse Modelle angeboten bekommen habe, die gerade mal irgendwie 20.000, 30.000 Kilometer gelaufen sind. Ihr kennt das, ne? Man guckt nach Autos oder man sucht nach Autos, egal. Du fängst immer an, Suchanfrage erstellen, Radius, und dann, ach komm Jan, sei ehrlich zu dir, du hast keinen Bock, mehr als 50 Kilometer zu fahren. Nee, ich fahre nicht, jedes Mal gucken, jedes Mal irgendwie so, nee, hast keine Lust, machst also genau so 50 Kilometer, null Treffer. Und dann bist du ja sofort bei, okay, 100 Kilometer, ne? Drei Treffer, Farbe mag ich nicht. Und dann 500 Kilometer, ne? So läuft das Spiel doch, komm, sei ehrlich, wird bei dir auch nicht anders sein. Und somit war ich zwar gut gelaunt, als ich angefangen habe zu suchen, und blieb auch gut gelaunt, weil selbst im näheren Umkreis ein paar Modelle waren. Ich muss gestehen, im Osten gab es nur ein Auto, den hätte ich sofort genommen. Der hatte so ein frisches Grün, ein Insignia GSI in so einem ganz frischen Grün. Ich glaube Sonderlackierung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das war mein Auto und das habe ich meiner Frau gezeigt. Und was sagte sie noch? Oh, schön grün. Und diejenigen von euch, die länger in einer Beziehung sind, ihr werdet das kennen, man ist schon ewig zusammen und man fällt doch manchmal wieder auf so lustige Sachen rein. Ne? Ich dachte jetzt, oh, schön grün heißt, oh, schön grün. Aber es hieß natürlich, oh, schön grün. Ne? Ja, gut, war ich also einen halben Tag der Meinung, yes, ich habe ihn gefunden, bis meine Frau dann sagte, nein, ich mag den nicht, ich mag das Grün nicht. Und dann so, ja, okay. Gut, dann hatte ich zwei, die genauso aussahen. Einer ist der, den ich gekauft habe, der andere stand woanders.
da bin ich erst hingefahren und ich bin dann auch ja, manchmal so ein bisschen weltfremd. Bin ich. Ich fahre dann gerne auch mal 100 Kilometer, um mir ein Auto anzugucken, ohne vorher anzurufen, weil ich denke, da sind die nicht so gut vorbereitet halt. Ne? Komm da an und dann sagt der Verkäufer, ja, er würde den, das wäre sein Firmenwagen, aber der wäre heute nicht da, der würde bei ihm zu Hause stehen, er hätte ein anderes Fahrzeug bewegen müssen. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, gut, der Preis, bevor wir jetzt irgendwie was machen, hat mir eh nicht so gefallen. Wie sieht denn das aus, so und so, so und so? Sagt er, nee, das geht gar nicht. Dann hat er gerechnet, dann habe ich nochmal meine YouTube-Karte gespielt. Dann sagt er, ja, das macht keinen Unterschied. Finde ich auch immer geil, ne? Wenn, also ich mache das echt ungern, diese YouTube-Karte zu spielen. Hin und wieder oute ich mich als YouTuber bei Unternehmen, bei denen das meines Erachtens fair und wichtig ist, dass ich sage, hier, ich bin vom Fach halt. Ne? Gut, also habe ich mich da entsprechend als YouTuber geoutet und er sagt, ja, ich habe gerechnet und geht nicht. Kommen wir nicht zusammen, na, der ja, brauchst du gar nicht holen. Ja. Gut, der nächste stand dann in Dortmund und den habe ich dann gekauft. Der passte auch, bin drum rumgegangen, alles in Ordnung. Hatte 2-3 Macken, das war aber vollkommen in Ordnung. Und den habe ich dann gekauft und jetzt ist er meiner. Und es ist genau so, wie ich ihn haben will eigentlich. Denn er hat, also erstmal ist er schwarz, was gar nicht so sein muss. Ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf schwarze Autos. Ganz im Ernst, ich mag keine schwarzen Autos. Die sind mir zu schwarz. Ich mag Farbe. Ich mag Rot, Blau, Grün. Ne? Finde ich richtig toll. Schwarz finde ich ist eher so, ist so ähnlich wie Silber. Es gibt so geile Farben. Und was siehst du draußen auf der Straße? Immer diesen Einheitsbrei. Boah, ich keinen Bock zu. Aber ich meine hier schwarz. Jetzt geht er wieder los auf der Rennstrecke. Schwarz mit schwarzen Felgen mag ich auch nicht. Hatten wir neulich erst noch. Ne? Ich bin ja eher so Silber. Aber als ich den gesehen habe, dachte ich, ja, schick. Habe ich meiner Frau gezeigt, schwarz ist in Ordnung, ja. Dann hatten wir noch einen kleinen Disput wegen den Ledersitzen. Sie meinte dann, ja, irgendwie Leder so richtig geil ist nicht. Und dann hatte der aber dankenswerterweise Sitzklimatisierung. Und somit hat er, also erstmal, er hat Keyless Go, fand ich wichtig. Er hat nicht nur AGR-Sitze, sondern genau diese Kameraden, die ich richtig klasse finde, weil die nicht nur gut aussehen, sondern hauptsächlich komfortabel sind. Er hat ein Head-Up-Display, was die Informationen richtig schön in die Scheibe projiziert. Es gibt Bose-Boxen. Dazu muss ich gar nicht haben, hat er aber eine elektrische Heckklappe. Das Wichtigste ist aber, er gefällt meiner Frau. Und ihr habt es noch vielleicht im Hinterkopf, Mondeo vielleicht zu groß. Der ist natürlich auch zu groß, sie hat sich aber sofort dran gewöhnt. Ist kein Problem mehr. Und was für mich halt das Wichtigste ist, er gefällt mir auch richtig gut. Ich persönlich, jetzt wo ich mir das leisten kann, komme gerne nach Hause. Dann steht er in der Einfahrt oder ich laufe auf ihn zu, weil ich mit ihm unterwegs bin. Und ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig über mein Auto. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste. Auch für euch da draußen, egal was ihr kauft, dass ihr damit glücklich seid. Ne? Das kann ein Auto für ein kleines Budget sein oder für ein großes Budget oder was auch immer. Aber wichtig ist doch, dass man happy damit ist. Ob es nun ein Budget-Car ist, was du, dass du das meiste für dein Geld bekommen hast und damit glücklich bist, oder ob du genau das Auto gefunden hast, was hervorragend zu dir passt und dann auch noch so eine Odyssee hinter dir hattest. Ich persönlich finde ihn richtig schick. Ich bin auch froh, dass wir ihn in Schwarz haben jetzt tatsächlich, weil ich die Front mit dem Bumerang halt so richtig klasse finde. Nochmal ganz kurz, das mal ich hier, ne? Es wird dunkel, es wird dunkler und dann hast du nur noch so die schemenhafte Silhouette und den Bumerang als LED-Tagfahrlicht. Das finde ich schon schick. Also, ach, ich mag den wirklich und dann auch wieder, wenn es hell wird, finde ich es einfach ein schickes Auto. Ich mag den wirklich richtig gerne leiden und nicht nur von vorne und von der Seite, sondern eben auch von hinten und da genau das Gleiche. Ne? Ich finde die Lichtsignatur ist richtig schön mit der Silhouette zusammen. Egal, wie man es macht. Schick. Ich meine, der ist schön. Ne? Ich finde ihn schön. So. Und ich bin auch wirklich, ich glaube, den Blitz, den mache ich noch schwarzer. Die Blinker müssen auch schwarz. Es gibt auch ein paar Sachen, gefallen mir nicht so gut. Werde ich bei Zeiten mal ein Video machen.
Sieben Sachen, die mir nicht gefallen, sieben Sachen, die mir gefallen, macht man ja heute als YouTuber. Aber der Punkt ist wirklich, du kannst morgen auf mich zukommen, ne? In Mann, in Persona quasi und sagen, ey Jan, ey, was hast du dir denn da gekauft? Ey, bist du völlig durchgeknallt? Ist mir egal. Ich finde ihn super. Was du da draußen denkst, ist mir an der Stelle wirklich vollkommen egal, weil ich richtig glücklich bin und ich wünsche genau dieses Glücksgefühl jedem anderen da draußen, der sich ein Auto kauft, dass er merkt so, oh ja, ich habe mir was richtig Feines gegönnt oder ich habe für mein Geld das Beste bekommen, was ich mir leisten konnte. Das ist doch super. Ja, und somit haben wir jetzt hier unseren Opel Insignia und sind ganz glücklich. Klar, der eine oder andere wird sagen, Jan, ist das nicht ein Diesel? Ja, es ist ein Diesel. Es ist ein Dieselfahrzeug. Es ist ja das Vorfacelift und das ist der 209 PS Diesel. Das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und ich bin in der Vergangenheit des Öfteren angesprochen worden, gerade in den letzten Monaten oder sagen wir mal im letzten Jahr mehrfach. Jan, ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Ich würde gerne Diesel kaufen, aber ich bin mir unsicher. Soll ich Benziner nehmen? Na, na, na. Und ich habe in der Regel immer geantwortet, mein Standardantwort ist, wenn du ein Fahrzeug liest, dann nimm ruhig einen Diesel, wenn es zu deinem Profil passt. Wenn du es für teures Geld kaufen willst, wäre ich da erstmal vorsichtig. Würde ich nicht machen, sondern ich würde in dem Fall auf Benziner schwenken, weil es so unklar ist, ob die Diesel in 2-3 Jahren noch was wert sind. Gerade wenn man sagt, ich kaufe mir den jetzt für viel Geld und will den später nochmal verkaufen und Geld dafür haben, würde ich immer davon abraten. Es sei denn, du liest halt, ne? Bums aus. Das habe ich immer gesagt und jetzt halte ich mich dran. Nein, aber für mich A ist das ein Firmenwagen, B habe ich das schon ganz gut kalkuliert. Der hat jetzt 20.000 auf der Uhr, hat keine 30.000 gekostet. Und somit für mich eigentlich ein ganz guter Deal. Und wir fahren in der Regel zwischen 25.000 und 30.000 Kilometern im Jahr. Gerade ich, der viel Langstrecke macht, hier Bielefeld-Frankfurt ist ja so eine Standardstrecke für mich. Also lohnt sich der Diesel auf jeden Fall aktuell noch für uns. Wie das jetzt in 1-2 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Ist jetzt aber für mich auch nicht so dramatisch, weil es am Ende des Tages ein Firmenwagen ist, den ich abschreiben werde über diese Zeit. Und entweder schreibst du ihn schneller ab oder langsamer. Für mich ist das auf jeden Fall jetzt erstmal die richtige Wahl. Und von daher kann ich auch ganz gut damit leben. Ja, so ist es dann halt. Gibt bestimmt auch noch jemanden, der fragen wird, sag mal, warum fährst du nicht elektrisch? Das wäre doch angebracht heutzutage. Ja, in der Tat wäre es vielleicht schön gewesen, auf ein Elektrofahrzeug umzustellen. Ich habe auch damit geliebäugelt. Ich habe das ein paar Mal schon erzählt, als ich den Taycan das erste Mal gefahren bin, habe ich mich schockverliebt. Und habe auch alles Mögliche probiert, um zu sehen, kann ich mir dieses Fahrzeug leisten. Ich wollte die Allradversion zumindest haben. Boah, ich hoffe, ihr hört das nicht, wie laut das hier wieder ist am Wilsterwehr gerade. Also, ich wollte die Allradversion haben. Und ein bisschen Ausstattung halt, ne? Ihr wisst schon mal, eine verquere Welt. Und komme da nicht unter eine Leasingrate von 1.500 Euro. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das übersteigt zum einen meine finanziellen Möglichkeiten. Ja, doch, so meine finanziellen Möglichkeiten, wie ich mir das wünsche und denke. Aber es übersteigt vor allen Dingen das Budget, was ich bereit bin, im Monat für ein Auto auszugeben, bei dem jetzigen Einkommen, was ich habe. Ich sag mal so, wenn ich im Lotto gewinnen würde, wäre es mir egal. Aber so, wie ich für mein Geld arbeite aktuell, sind mir 1.500 Euro einfach viel zu viel. 1.000 Euro ist so eine Grenze und dann habe ich schon das Gefühl, muss aber ein Top-Auto sein und das müsste ich mir gönnen, richtig. Ne? Also wirklich, da gehe ich dann in die Vollen und sage, okay. Taycan wäre insofern nett gewesen, wegen dem geldwertenden Vorteil, jetzt hier im Vergleich Firmenwagen, private Nutzung und so. Da zahlst du ja quasi ein Apfel und ein Ei, also zahlt so viel wie ein preiswertes Kompaktfahrzeug im Prinzip, als geldwertenden Vorteil. Aber der Rest ist halt, das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten. Und dann wäre noch der EV6 für mich interessant gewesen, Ioniq aus politischen Gründen halt nicht. Und
Beim EV6 weiß ich auch nicht oder wusste ich nicht. Ich suche ja schon seit Ende letzten Jahres. Ich habe ja jetzt im Sommer gekauft. Ist mir überhaupt noch nicht klar, wann werden die wirklich ausgeliefert? Wann gibt es die ersten Fahrzeuge? Und wenn, dann hätte ich, glaube ich, mit dem GT geliebäugelt, der dann ja irgendwie Ende 2022 kommen soll, wenn es überhaupt klappt mit den Halbleitern. Und somit verschiebe ich das mal. Und wenn wir den 3-4 Jahre fahren oder 5 sogar, dann ja, gibt es als nächstes halt ein Elektroauto. Und ich will es auch gar nicht ausschließen, dass ich zwischendurch auch so mal ein Elektroauto nehme, wenn es sich anbietet, wenn es irgendwie klappt. Das kommt alles so ein bisschen an, wie es weitergeht mit Ausfahrt-TV, mit meinem Business und mit dem ganzen Kram, was da drumherum passiert. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, und jetzt freue ich mich, auch wenn es mich gar nicht interessiert und ihr rumpöbelt, ihr könnt ruhig rumpöbeln, ist egal, aber mich interessiert dann doch mal, was ihr so denkt. Ich brauche keine Bestätigung. Ich bin ja glücklich mit dem Auto. Trotzdem ist ja so, ne? Man will ja mal wissen, was die Leute so denken, was sie sagen. Ich bin jedenfalls mega stolz, bin richtig glücklich und ja, den werden wir noch ein bisschen fahren halt. Ne? Der wird mich jetzt eine ganze Zeit lang begleiten. Es wird ein paar Autos geben bei mir, die kommen, die gehen. Ja, der Chevy ist so einer, der wird wohl bald gehen. Der Bulli weiß ich noch nicht, hatte ich mich neulich auch innerlich schon fast von getrennt. Aber der Insignia, der wird uns, glaube ich, schon ein längeres Weilchen begleiten. Gut, Kinder, ich freue mich auf eure Kommentare da draußen und freue mich auch über einen Daumen nach oben, wenn es euch denn gefallen hat. Bisschen lang geworden, eine halbe Stunde? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Gebt mir den Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.